Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich kann als allererstes sagen, ich freue mich, dass wir heute hier im Landtag dieses neue Jagdrecht für Nordrhein-Westfalen verabschieden werden. Wir verabschieden damit ein Jagdrecht, das unser Bundesland auf die Höhe der Zeit bringt. Eines steht für meine Fraktion fest. Mit dem Gesetz tragen wir den geänderten fachlichen, gesellschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen Rechnung. An der Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen, hätte ich eigentlich auch fast den Beifall der CDU-Fraktion erwartet, weil der letzte Satz war ein Zitat, und zwar ein Zitat von Frank Kupfer, das ist der zuständige sächsische CDU-Staatsminister, der in Sachsen 2012 ein Jagdrecht gemacht hat. Und damit wird eins klar, Nordrhein-Westfalen macht hier an dieser Stelle keinen Sonderweg, wie Sie uns seit Monaten erzählen wollen, sondern wir befinden uns in guter Gesellschaft mit Bundesländern wie Rheinland-Pfalz, wie dem Saarland und eben auch wie Sachsen. Im Kern, meine Damen und Herren, im Kern geht es jetzt darum, dass wir mit diesem Gesetz die Interessen der Jagd in Einklang bringen mit denen des Waldbaus, des Tierschutzes und des Naturschutzes. Wir haben in den letzten Wochen noch mal intensiv, SPD und Grüne, noch mal intensiv zusammen darüber beraten, ob und an welchen Stellen wir noch mal Anregungen aufnehmen und Punkte verändern. Und wir sind, das glaube ich, kann ich noch mal sagen, wir sind den Jägerinnen und Jägern an ihrem Hauptkritikpunkt der Jagdsteuer ganz weit entgegengekommen. Wir haben Ausnahmen, wir haben noch mal bestimmte Konkretisierungen bei der Baujagd vorgenommen. Wir haben, auch das ist ein Vertrauensvorschuss, den wir geben, das Verbreitungsgebiet Sickerwild im Arnsberger Wald doch jetzt wieder ausgewiesen. Ein erheblicher Vertrauensvorschuss, den wir geben an der Stelle. Wir haben aber auch noch mal zwei Konkretisierungen gemacht, die zeigen, dass wir gar nicht in eine Richtung allein gegangen sind. Wir haben die verpflichtenden Hegeschauen, auch gerne Trophäenschauen genannt, abgeschafft. Sie sind aus dem Gesetz gestrichen worden. Und wir haben die Aufbewahrungspflicht bei Rotwild nicht nur auf das männliche, sondern auch auf das weibliche Stück ausgedehnt. Damit haben wir alles in allem noch mal Änderungen vorgenommen. Sie haben das in unserem Änderungsantrag, die gut begründet sind und die das Gesetz auch noch mal präzisieren und nach vorne verbessern. Zusammen mit den Änderungen, das wird ja gerne vergessen, auch der Minister hat ja schon Änderungen an seiner Kabinettsvorlage damals gemacht, da ist auch schon einiges gemacht worden, verbessert worden, sind diese Veränderungen, die wir heute machen, ein klarer Nachweis, dass gute Argumente von uns aufgenommen worden sind, dass sie gehört worden sind und dass sie Eingang gefunden haben ins Gesetz. Ihre Position, und das sage ich Ihnen ganz deutlich, Ihre Position war, das habe ich auf jeder Regionalkonferenz erfahren dürfen, in allen Diskussionen erfahren dürfen, Ihre Position als CDU und auch als FDP-Fraktion war von Anfang an in Stein gemeißelt. Sie haben überhaupt kein Interesse gehabt, mit uns fachlich über dieses Gesetz zu diskutieren. Ich find das im Falle der FDP auch akzeptabel, weil Sie in den meisten Bundesländern sowieso schon APO sind. Sie haben da auch nichts zu verantworten. Im Falle der CDU verstehe ich das ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich finde, dass Sie, was Jagdpolitik angeht, wenn ich das aus Sicht der Jäger mal so beurteilen würde, da sitzen Sie eigentlich ja irgendwie dann mit uns in einem Glashaus. Weil wie kann das denn, wie diskutieren Sie eigentlich als CDU noch Jagdpolitik insgesamt in einer Bundesarbeitsgemeinschaft, wenn Sie in Sachsen als CDU in der Lage sind, Dinge zu machen, die ich auch sofort unterschreiben kann? Sie sind da beim Pachtrecht, haben Sie Einschränkungen vorgenommen. Sie haben das Vegetationsgutachten, was wir hier auch machen, das haben Sie in ähnlicher Form dort auch im Jagdgerecht als CDU verankert. Sie haben Totschlagfallen, was Sie hier immer heiß diskutiert haben, wo niemand in der Bevölkerung ein Verständnis hat. Auch da haben Sie irgendwie gesagt, nee, das wollen wir auch nicht. Und Sie haben, auch das hört, ein quasi Abschussverbot für Hunde in Sachsen gemacht. Da frage ich mich, wenn Sie das in Sachsen alles richtig und gut fanden, warum machen Sie dann hier in Nordrhein-Westfalen bei unseren Änderungen ähnlicher Natur eigentlich so ein Maxen und sagen, das sei alles Teufelszeug, was wir machen? Meiner Meinung nach ist das am Ende nur der Beweis dafür, dass Sie, und das, da haben wir auch die Verknüpfung heute Morgen zu der Energiedebatte, Sie haben politisch überhaupt keinen Kompass mehr. Es geht Ihnen nur darum, dass Sie am Ende populistisch Punkte sammeln wollen. Und das ist der Punkt. Darum geht es Ihnen. Sie haben sich,
Sie haben sich einer wirklichen fachlichen Auseinandersetzung verweigert und Sie haben sich insgesamt zum Sprachrohr des Landesjagdverbandes machen lassen. Sie haben alle Punkte übernommen. Das finde ich enttäuschend. Kommen Sie bitte zum Ende. Sie haben das gemacht, um im ländlichen Raum zu punkten. Aber ich sage Ihnen, ganz so einfach ist es auch da nicht. Auch im ländlichen Raum leben Tierschützer, Naturschützer. Sie haben mit Ihrer starren Haltung viele, viele Minuspunkte gesammelt. Und ich sage Ihnen auch, ich hätte von Ihnen erwartet, bei der Heftigkeit der Debatten, die es zum Teil gab, Worte wie Ermächtigungsgesetz, Ökofaschisten und Ähnlichem, da hätte ich von Ihnen erwartet, dass Sie da anstelle auch mal mäßigend einwirken auf die Jäger, dass Sie sagen, so geht es nicht. Wir haben hier eine politische Debattenkultur in diesem Bundesland und da gibt es eine Grenze, die es nicht zu überschreiten. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Kollege. Eine Menge an der Stelle tun können. Ich komme zum Schluss. Jetzt bitte. Wir hatten einen langen Prozess. Ich bin froh, dass wir heute endlich dieses Gesetz verabschieden können. Wir haben heute danach, nach dem Beschluss, ein Gesetz, Herr mit dem Abgeordneter, Nordrhein-Westfalen an die Spitze der Schluss Bundesländer jagdpolitisch so kommen wird. Vielen so Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rüssel. Bleiben Sie bitte vorne. Wir haben eine Kurzintervention aus der CDU-Fraktion, und zwar von Herrn Kollegen Ortgies. Der hat sich schon eingedrückt und bekommt jetzt für 90 Sekunden das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Rüsse, zu Beginn möchte ich Ihnen meine Anerkennung aussprechen, wie Sie es geschafft haben, fast alle Forderungen der Grünen gegen Ihren Koalitionspartner, gegen die SPD, durchzusetzen. Ich habe mich schon im Ausschuss bisweilen gewundert, wie Sie so ganz nach Gutdünken, wie es gerade so passte, Ausschusstermine, Anhörungen, verschoben, verkürzt, immer gerade wie es passte, wurden wir praktisch davor geführt. Sie haben auch Ihren Koalitionspartner am Nasenring durch den Landtag gezogen. Ja, Das alles mit Billigung der Fraktionsspitze, mit Billigung der Ministerpräsidentin, die ja sogar ein Gespräch mit den Jägern abgelehnt hat. Manchmal, Herr Minister, das taten Sie mir sogar schon fast leid. Aber man darf eben keine Versprechungen machen, die man nicht halten kann. Schon zu Anfang der Debatte um das Jagdgesetz habe ich allen Beteiligten vorausgesagt, passt auf, die Sozialdemokraten haben im Haus Remme überhaupt keinen Zutritt. Und so ist es auch gekommen. Was Sie hier, Herr Rüsse, als Zugeständnis verkünden, die Nichtwiedereinführung der Jagdsteuer, die Beibehaltung des Reviersystems und der Höhepunkt, die Waldschnepfe kommt wieder auf die Liste der jagdbaren Arten und gleichzeitig stellen Sie natürlich ganzjährig unter Schutz. Sie haben das alles reingeschrieben, damit Sie was zum Streichen haben. So haben Sie es doch gemacht. Ich sage Ihnen, der Bär kreiste, Herr Rüsse, er gebar keine Maus, aber eine Waldschnepfe. Das ist nicht mehr Realsatire, ist es nicht mal. Das ist eine Verhöhnung der Jäger und der Menschen im ländlichen Raum. Sie haben jahrelang so getan und monatelang so getan. Ich habe auf einigen Regionalversammlungen habe ich teilgenommen, was Sie dort alles versprochen haben. Die Menschen im ländlichen Raum werden Ihnen das auch in den nächsten 2 Jahren nicht vergessen. Dankeschön. Jetzt hat Herr Kollege Rüsse das Wort. Bitte schön. Lieber Herr Ortgies, ich fange hinten an. Es fällt mir immer schwer, von den Menschen zu sprechen, so wie Sie es tun. Es gibt ganz unterschiedliche Menschen. Und es gibt Menschen in ländlichen Räumen, städtischen Räumen. Und ich sage Ihnen nur eins, viele, viele Menschen, ich habe viele Zuschriften bekommen, die sehr erleichtert waren, dass wir gerade mit Blick auf den Tierschutz im Jagdrecht einiges verändern. Und da bin ich an einer Stelle, da will ich auch nicht, dass Sie ständig versuchen, irgendeinen Keil zwischen Stadt und Land zu treiben. Das ist großer, großer Blödsinn. Da, glaube ich, können Sie diese Trennlinie nicht ziehen. Und dann sage ich Ihnen mal, das mache ich ganz kurz, zum Binnenverhältnis zwischen Herrn Meesters und mir an der Stelle. Ich glaube, dass das von sehr großer Kollegialität geprägt war, dass wir viele Dinge gemeinsam diskutiert haben. Ich kann nur sagen, was Sie vorgetragen haben.
jagdpolitisch in den Veranstaltungen. Das war geprägt irgendwo stehen geblieben 1980. Und wir haben uns bemüht, das Jagdrecht ins Jahr 2015 nach vorne weiterzuentwickeln. Und dann tut mir das für Sie leid, dass da der Konflikt zwischen SPD und Grünen an der Stelle nicht da ist, so wie Sie ihn gerne hätten. Der ist dann eben nicht da. Wir haben ein gemeinsames, modernes Jagdrecht gemacht, und da sind wir auch gemeinsam stolz drauf. Vielen Dank. Applaus